Die zweite wichtige Sache, die ich mit euch besprechen wollte, waren eben die Umfänge. Es wurde sehr viel diskutiert, was ist gesund für einen Menschen, wie viel Sport soll man machen, wie viel Sport muss man machen, was ist zu viel, was ist zu wenig. Und da gehen die Meinungen auch sehr weit auseinander. Orientiert sich auch an verschiedenen Faktoren, weil grundsätzlich einmal muss ich hier auch den Umfang an mein Ziel koppeln. Wenn jetzt jemand das Ziel hat, keine Ahnung, er möchte einen Marathon laufen, dann muss der ja einen gewissen Umfang machen, sonst wäre das unverantwortlich. Wenn ich dann einmal in der Woche 10 Kilometer laufe und einmal 3 Kilometer laufe, dann werde ich mir schwer tun, das Ziel zu erreichen und bereite mich vom Gesundheitszustand natürlich auch nicht gut darauf vor. Also der Umfang orientiert sich in erster Linie an den Zielen. Sehr wichtig sind auch die genetischen Faktoren. Es gibt Leute, die erholen sich schneller, Leute, die erholen sich langsamer und je nachdem sind sie auch für verschiedene Umfänge geeignet. Man merkt das ja auch, wird man eher durch das Training eher müder oder gibt einem das Training eher mehr Energie. Wenn die Leistung sich nicht verbessert, sondern eher schlechter wird, ist klar, dass in der Regel auch der Umfang etwas zu hoch ist. Wichtig ist natürlich auch, was ist man von früher für einen Umfang gewohnt, was hat man für ein Trainingsalter, ganz entscheidend, also wie viele Jahre trainiert man schon. Eine erfahrene Trainiererin oder ein erfahrener Trainierer kann normalerweise auch höhere Umfänge wegstecken und sich auch in denen verbessern. Aber das hat halt auch sehr viel mit dem Trainingsalter zu tun. Wichtig hier zu sagen ist, dass sich halt die Belastung nicht nur aus dem Umfang ergibt, sondern sehr viel auch aus der Intensität. Also ich tue mir dann immer schwer, das in Stunden und Minuten zu rechnen, weil wenn ich 30 Minuten Vollbelastung habe, ist das für den Körper eine weit größere Belastung, als wenn ich, keine Ahnung, 3 Stunden zum Beispiel locker am Rad sitze, dann kann das sogar fast aktive Erholung sein, ja, je nach Trainingszustand halt. Aber ich würde hier nicht immer nur auf den zeitmäßigen Umfang schauen, sondern vor allem auch auf die Belastungsintensität. Das ist ein ganz entscheidender Faktor und nach Belastungen in höheren Pulsbereichen ist ja auch messbar, dass die Erholungszeit deutlich länger ist als bei langen Grundlagenausdauerbelastungen zum Beispiel. Bei der Muskulatur ist es auch so, wenn ich jetzt ans Krafttraining denke, dass verschiedene Muskelgruppen auch verschiedene Erholungszeiten haben. Also zum Beispiel Wadenmuskulatur oder Bauchmuskulatur sind eher Schnellerholer, während so die großen Muskelgruppen, also Oberschenkel, Gesäß, zum Beispiel, viel, viel länger brauchen, teilweise bis zur vierfachen Zeit von den Schnellerholern, um wieder ganz erholt zu sein. Ja, und mit einem nicht erholten Muskel macht es dann halt auch nicht so viel Sinn, das Training zu bestreiten. Ganz wichtig bei den Umfängen und der Trainingsbelastung sind natürlich auch die sonstigen Belastungen. Und das ist eigentlich der Hauptunterschied auch zwischen Leistungssportlern, die es halt trotzdem als quasi Hobby machen oder halt als große Leidenschaft, aber nicht berufsmäßig machen, und den Hochleistungssportlern, die es berufsmäßig machen. Die Leute, die eben nebenbei noch arbeiten, die privaten Belastungen und so weiter, das sind alles Dinge, die die Erholung und die Regeneration beeinflussen und somit sich auch negativ auf die Umfänge auswirken, die man bestreiten kann. Also ein Beispiel, zum Beispiel bei Profisportlern ist es durchaus üblich, dass 10 Stunden pro Nacht geschlafen wird, besonders bei den Sportarten mit hohen Umfängen, sei es jetzt zum Beispiel Triathlon, Radsport etc. Und das ist was, ich sag mal, was wir als Hobbysportler kaum schaffen, weil wir haben unseren normalen Beruf und vielleicht für die Familie das und das. Und dann kommt das Training noch dazu. Und ja, da hat man meistens nicht diese Zeit, wirklich so viel in Regeneration zu stecken und sich darum zu kümmern, weil es einfach auch andere Dinge gibt als Schlafen, Essen und Trainieren. Was in erster Linie für den Profisportler schon ist, da ist einfach Schlafen, Essen, Trainieren die Hauptsache. Ja, insofern
kann man diese Frage natürlich nicht genau beantworten, wie viel Umfang ist richtig und gut. Ich würde da schon auch sehr auf das eigene Gefühl achten, wie gut es einem geht. Denn wenn man sich wohlfühlt, ist man in der Regel auf einem guten Weg. Und hier sich vielleicht auch mal bei Anfängern langsam herantasten und langsam die Umfänge steigern, um zu schauen, wie sie darauf reagieren. Und wenn zum Beispiel häufigere Verletzungen auftreten oder die Leute müde sind oder zum Beispiel auch lustlos, dann ist es eher ein Indiz, dass der Umfang schon ein bisschen drüber ist, was für sie gut wäre. Gut, würde mich auch interessieren, eure Meinungen dazu zu hören. Könnt ihr gerne auch Kommentare schreiben. Ja, und ich freue mich schon auf das nächste Fragen- und Antworten-Video.